Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Cleaning Redville. Also lasst uns die Sache mal ganz sauber starten. Redville, 1976. Oh, ich bin so kacke in Anmods. Oh, guck mal. Schön hier, schön. Wir sind anscheinend ein Müllkutscher und sollen Redville sauber machen. So kann ich es jetzt mal den Titel entnehmen. So, Drive Truck. 4 Bags left. Okay, alles klar. Wir müssen anscheinend... Können wir... Ja, okay, alles klar. Schön. Also mal wieder ein schönes Saubermachspiel. So, was ist los hier? Kann ich ihn hier einfach hinmachen? Hier. Sind wir da? Oh. Geht das hier nicht auf? Was ist denn hier los? Kann das hängen? Ah, okay. Man muss es natürlich erstmal voll aufmachen. Hyperrealismus, dieses Spiel. Und okay, haben wir hingepackt. So, wo ist hier die Tonne? Können wir die Tonne? Oh, Backup. Oh. Ein Traum wird wahr. Nostalgie, absolut, absolut. So. Achso, ne, die Tonne müssen wir natürlich hier. Müssen wir ja rinhängen. Empty the truck before. Okay, alles klar. Wir müssen anscheinend erstmal die Mülltüten wegknistern. Und jetzt können wir die Tonne machen. Und da sind gleich drei Säcke drin. Wunderbar. Weg den Shit hier. So. Und jetzt. Aha. Okay, alles klar. Und jetzt können wir losfahren hier mit dem. Sie haben sie auch alle drin gehauen, was Textur. Das Texturpaket zu. Jawohl, zu bieten hat. Schön. Schön. Oh, wunderbar. Doppelgroßproduktion. Yeeha! Wir sind anscheinend jetzt gerade erstmal auf dem Weg nach Cleanville. Oder nach Redville? Was hat er gesagt? Wie heißt das Ding? Nach Redville. So, okay. Harte Kurve. Harte Kurve kriegen wir. Kriegen wir. Ah! Und drinnen die Boxengasse. Also, das Ding fährt sich schlimmer als in GTA 4. Come to Redville. Wie schön. Mm. Redville ist so eine schöne Stadt. Ah, die Straße ist abgesperrt. Ah, hier vorne harte Linkskurve. Kriegen wir hin. Und ich bin wirklich froh, dass ich mir einen Rechner für sehr viel Geld gekauft habe, damit ich solche Spiele jetzt spielen kann. Oh, warte mal. Hier ist Müll. Hier ist Müll. Hier ist Müll. Stopp. Halt an. Halt an. So. Okay. Was ist das? Ein Brief. Ignore the awful smell. Ja, das zeigt mir auch jeden Morgen in den Spiegel. Bevor ich losziehe. So. Ist aber geil, wie der Sack so nachzieht. So. Damn like, it's better than yours. So, Entschuldigung. So, hier war noch nächstes noch. Wie viele Säcke kann ich denn so einzeln drin packen? Oh cool, das geht, das geht, das geht. So, die Tonnen jeden nicht. Da muss ich erst durchziehen. Ah, ist ein Job für einen ganzen Mann. So, okay. Ah, die Tour hat heute gerade erst angefangen. So. So, ihr könnt mal gleich sagen, ob wir ordentlich spielen sollen, ob wir die Tonnen ordentlich zurückräumen sollen oder ob wir die einfach irgendwo hinlatschen sollen. So, warte mal, hier vorne. Oh, hier vorne ist noch ein Sack. One back left. Okay, nehmen wir den. Ich find's ein bisschen witzig, wie diese Säcke so nachswaggeln. Find ich witzig. Ich bin I'm a simple man. So, okay. Straßensperre ist weg. So, und ich denke mal, so werden wir jetzt Straßenabschnitt für Straßenabschnitt reinigen, aber ich denke, das wird nicht dabei bleiben. Oh, guck mal hier, Redback. Ach, wie geil. Duftbäumchen. So. Da vorne liegt ein Müllsack und ich höre einen Wolf heulen. Was ist los? Ja, die Straßenlaterne, die müssen mal repariert werden, sage ich. Flump. Martin, bei Frakas. Grüß dich. So, ich sag mal, unsere Community ist explodiert. Wir haben von Regen nochmal abgespielt, ja, auf YouTube. Bueno. Bueno. So, würde ich sagen, ich fahre mal noch ein bisschen weiter vor. So, Stream fällt aus wegen Bau. Ach, ist doch nicht wahr, oder?
Ist er nicht. Warte, dann bleibst du halt hier, Martin. Bleibst halt hier. Nimm deine Cola, chill ein bisschen. Warst schon auf dem Top? So. Hier haben wir noch einen Sack. Rindet-Ding. Wir spielen nämlich nachher Zenuia. Und das wird dir auf jeden Fall richtig gefallen, sag ich dir. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. So. Schaups. Okay, hier von. Oha. Okay, alles klar. Hier ist anscheinend. Hier ist irgendwas weggeschmissen worden, was glaube ich jetzt nicht so koscher ist. So, Song konntest du natürlich spielen. Wunderbar. So, Tonne stelle ich einfach mal hier hin. Benny kommt quasi mit dem nächsten Wagen und räumt einfach hinter mir auf. Ja, der stellt dann die Tonne wieder richtig hin. So, und dann kicken wir mal, was hier in der Tonne drin ist. Yay. Es war nur Ketchup. Es war nur Ketchup. Ja, das sind so die richtig krassen Games. So. Schön mit der Ketchupflasche gefoppt worden hier. Wunderbar. Straßenabschnitt ist frei. Schönes Ding. Ich frage mich, wie das. Achso, erstmal nochmal hier. Leeren das Ding. Ich frage mich, wie das ist, wenn du halt wirklich bei der BSR, in dem Fall, also Berliner Stadtreinigung, arbeitest. Irgendwie fährst wirklich hier auf den Bock. Und hast dann das Spiel hier. Und dann da wirklich sagst so, da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Na, so, okay. Ja, sie durfte den Pfirsich mitnehmen, Mutti. Den Pfirsich. Also, wie man das als Pfirsich verkaufen kann, ist... Naja, reden wir nicht drüber. So, hier haben wir noch einen Brief. The signs were not always here. Aha, okay. Okay, cool, cool. So, haben wir denn... Holen wir die Tonne von hier vorne? Nö! Oh, habt ihr den Arm gesehen? Oh Gott. Ist mir ja nicht wohl. Ist mir nicht wohl. Ja, ja, ja. Hm? Bin mit Pete. Ach, schön, schön, schön. So, okay. Also ist auch das passiert, was ich mir schon dachte. Es wird gruseliger. Hier passieren Sachen. Scheinbar mag man uns nicht. Hier. Man denn bitte einen armen Müllkutscher. Doch, echt scheiße, irgendwie überlegt ihr mal, ihr müsst das alleine machen. Ja, normalerweise fahren die ja zu zweit oder zu dritt rum und du guckst ja alleine durch die Straßen und machst sauber, das musst du ab. Ja. Muss so deprimierend sein. So! Weiter geht's. Klingt gerade, das war der Hammer, Alter. Na, und? Ist kein Bock? Bisschen nervös? Ah, jetzt. Karre ist abgesoffen. Hm. Aber dafür Schnoter. Ist ein E-Auto. So, hier vorne liegt noch ein Sack. Den sacken wir ein. Zack. Bitte? Es knackte. So, okay. Sitting here in traffic on the Greensboro Bridge tonight. Alter. Also das Ding fährt sich echt wie der letzte Mülleimer. Ja, das waren die Turtles. Die haben gerade noch Pizzakarton abgeliefert hier. So. Stimmen wir mal hier auf, dann Kinder rauskommen. So, haben wir das? Nee, wir haben es noch nicht. Da vorne ist noch eine. Ich fahr vor. Kein Weg zu viel laufen. Oh, da hängt noch ein Brief. Den wollen wir auch noch lesen. So. Und anhalten. Dankeschön. So, lesen wir erstmal kurz den Brief. So. Were they hiding from something? Ha. Schön. Ja, mal denn. Bitte. Schnups, die Wups. Tonne genommen. Rinne geschmissen. Vielleicht hat sich auch was Meditatives so ein bisschen an sich. So die Straßen aufzuräumen. Früher dachte ich, oh, cool. Aber eher wie Robocop tatsächlich. Nicht wie ein Müll. Naja. So, okay. Straßensperre ist weg. Fahren wir weiter. Oh, noch ein Brief. Noch eine Tonne. Ah. Diabolische Musik setzt ein. Schön. Wunderbar.
Ich liebe meinen Job. Er ist so schön. Where they're hiding from you. So. Ja, keine Ahnung, wo soll ich verstecken. So. Zack. Hin damit. Achso. Dann könnte man noch tatsächlich automatisieren, die Presse. So, hier liegen noch ein paar Säcke verstreut. 5 Stück. Die holen wir uns natürlich. Hui, das ist ja Alter! Wieso? Wieso? Katze! So. Hätte mal, tatsächlich hätte mal kurz gucken können, ob wir 2 Säcke nehmen können. Aber ich glaube, das wird nichts. Da drüben sind Sack. Probieren wir jetzt mal. Nope. Gummy Bear. Hüpfen hier und da und überall. So. Zack. Rinn damit. Abgezogen. Yes. So, also der Spannungsbogen ist immens. Es läuft sehr, sehr seicht an. Ist ja auch mal schön, irgendwie. Ich glaube, umso schlimmer wird es nachher. Habe ich fast alles. So, okay. Erstmal einen Brief lesen. Wer hängt denn über Briefe hin? You're good at this. Ja, ich bin Müllkutsche aus Leidenschaft. Ja. Hat die gerade irgendwas geklickt an der Tür? Kann das sein? So. Okay. Okay, okay, okay. That's it. So, weiter geht die Journey. Nochmal einmal dabei sein, nochmal einmal die ganz große Freiheit spüren. Alter, wie fährt denn diese Karre? So, zurücksetzen. Oh, irgendwie die erste Mauer des Gartennachbarn hier umhauen. Oh, komm, 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 komm. Ja, ist so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie Gran Turismo, muss ich ehrlich sagen. So, was haben wir hier? Tonne. So, weil du nicht getrennt hast, kannst du ja deine Tonne hier drüben abholen. Oh, wer schmeißt denn nicht raus? Ach, nee. So. Schwupps. Schwupps. Zack. Oh, was? It's a knife. Wer schmeißt denn so ein schönes Küchenmesser weg? So ein schönes Sontoku. Na und? Das sieht gut aus. So, meine Fresse. Wie lang ist die Tour eigentlich? Was? Ist mir etwas entgangen? Außer eine flackernde Laterne hier drüben? War hier was? Wahrscheinlich irgendein Jumpscare gerade verpasst oder was. So, okay. Kennt ihr eigentlich die Sprüche von damals auch noch von euren Eltern, die gesagt haben, pass an der Schule auf, ansonsten wirst du Müllmann. Heutzutage würden sie töten dafür, für so einen Job. So, zack. Rinn damit. A letter, you're good at keeping a secret. Hm, tja. Kryptisch. Kann man machen. Na, nimm, 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 na. Schwupps. Hinein damit. So. Da vorne haben wir noch 2. Nee, ist ja schön. Nachts im Dunkeln arbeiten. Voll schau. Dream come true. Och Mann. So, ich laufe jetzt mal schnell, weil ich glaube, mit dem Auto wäre ich auch nicht schneller da gewesen. So langsam wieder anfährt. So, zack. Alter,
jetzt haben wir hier noch nicht mal mehr Laternen oder was. Oh, dabei ist Müllmann voll der interessante Beruf und mit den ganzen Maschinen etc. auch sehr anspruchsvoll. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen ist er ziemlich gut bezahlt. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. So, okay, hier vorne haben wir nochmal Letter from Iwo Jima. Gucken wir nochmal. Lying to your friends and family. Ich weiß nicht, was uns hier unser anonymer Brieffreund sagen möchte, tatsächlich. Er könnte mal etwas auf den Punkt kommen mit seinen... Wie? Wir waren am Auto. Benny? Bist du's? Hallo? Ist Benny doch mal gekommen, um die Schicht zu übernehmen? Hier sitzt du als Kind am Auto drin, hoffentlich, oder was? Oh Gott. Habt ihr ihn umgesehen? Wieso? Wieso? Also man muss doch wirklich sagen, irgendwie, es ist halt wirklich irgendwie ein Pixel-Game, ne? Es ist ja seine eigene Stilistik. Ne? Also entweder mag man es oder man mag es halt nicht. Ich persönlich finde es ganz cool. Ich mag Pixel-Games. Aber ich muss sagen, es schafft trotzdem... Nase! Es schafft trotzdem, eine Atmosphäre aufzubauen. Ne? Obwohl es halt aussieht wie vor 30 Jahren, das Ding. Finde ich schon wirklich echt cool. Also, muss man der Sache mal lassen. Gott, Redback. So. Roter Sack. Hier ist doch gar keiner in dieser Stadt anscheinend irgendwie da, ne? Also alle sind sie irgendwie... Weiß ich nicht. Kumpel von mir arbeitet in einer Müllsortierungsanlage. Da kam ein neuer Laptop vom Mediamarkt, der weggeworfen wurde. Schön, weil äußere Schäden, hat er eigentlich gesagt. Schön für ihn. Finde ich gut. Ja, jetzt hast du natürlich auch ganz oft irgendwie auch auf den Recyclinghöfen irgendwie, dass die Leute da schon, die selektieren da schon, ne, irgendwie. Also, die Mitarbeiter. So hat man so. Was? Wer schmeißt hier mit fast niegelnagelneuen Laptops? Vom Mediamarkt. Vom Mediasaturn. So. So, die stellen wir mal hier hin. Zack. Dann machen wir an. Und wir lesen natürlich nochmal den Brief. We all know your secret. Was ist denn mein Geheimnis? Dass ich ja der beste Müllfahrer der Welt bin, oder was? Was ist denn los? Welche Pennerkind, Alter. Wer hat mir die Scheibe eingeschmissen? Ich glaube, ich spinne. Da kann man doch nicht arbeiten. Slow down. Na, 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 zack. Aber tatsächlich ist es wirklich ganz witzig, wenn du zu so einem Recyclinghof mal fährst irgendwie. Das ist tatsächlich, die sind schon Platzhirsche da alle, irgendwie. Kicken erstmal rein so und dann. Willst du? Das willst du abnehmen? Meinst du wirklich, ja? Du, hier, jetzt. Container 8. Um die Ecke rum. Ja, danke schön. Danke, danke. So kommt's bei, also so ist das hier bei uns bei dem Recycling. Sag mal so, das wird jetzt nicht überall sein, nur bei uns. Oh. One back left. Wir haben ein Back übersehen. Oh. Musch. You're living a lie. Vielleicht. Nu. ich bin so leicht zu amüsieren. So, schwupp. Aber was heißt denn das? Was wollen sie uns denn sagen? Bin ich ja nicht der Müllmann? Bin ich, keine Ahnung. Was bin ich? Arbeite ich eher bei Frostal? Was soll das diese Briefe sagen? So, oh, Sixpacks. Oh. Hm. Ach, schön übersehen gerade. Hm, so ein Mist, so ein Murks. Das ist blöd. Na, du kommst mal als Letzte dran, wa? Du kommst mal als Letzte dran. So, zack. Ah, so schön, schön, schön. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Rinn damit. Zack. Mülltonne hin. Einfach, weil es so eine Stänkerfritzen sind. Was denn ist denn los hier?
Oh, noch ein Brief. Schön. Fass ihn nicht an. Ekelhaft. You better hurry. It's getting red here. It's getting red in here. Take off all your clothes. Oh, wie? Was ist passiert hier? Schönen Dank für den Jumpscare, Dave. Schönen Dank. Ah, ja, die wunderbaren Sound-Alerts. Ich muss mich tatsächlich erstmal dran gewöhnen. Irgendwie. Ich muss mich dran gewöhnen. Also schön, dass ihr natürlich jetzt diese Möglichkeit habt. Schlecht für uns. Schlecht für uns. Bing. Weil wenn diese Gruselspiele hier nicht schon schlimm genug wären, ne, habt ihr jetzt noch die Funktion, sag mal, jetzt noch so ein Ding abzufeuern. Okay, es wird rot. Was auch immer das heißt. In Redville. Was passiert denn jetzt? Bin weg. Anzeige ist raus. So, warte mal. Ist doch eine Mülltüte. Aber ich bin verantwortungsvoll. So. Pflichtbewusst. Ah, we won't hurt you. We need you. Warum brauchen die mich? Wieso brauchen die mich denn bitte? So, was ist der Sound denn? Ich habe nichts gehört. Oh, echt, ja? Das hört nur Steve. Ah, okay. Na, dann müssen wir das nochmal irgendwie ein bisschen genauer einstellen. Normalerweise solltet ihr das auch hören. Tatsächlich war das gerade ein Schrei, der hier kam. Ziemlich übler. Da müssen wir Benny und irgendwann mal nachsteuern, irgendwie. Das ist ein kleines Einstell-Setting-Geschichte, irgendwie. Also, ihr erschreckt mich auf jeden Fall damit, irgendwie, weil die Dinger kommen an. So, okay. Dann machen wir mal weiter. Oh Gott, was ist denn das? Ist die Laterne? Ach du, was ist denn mit den Laternen los? Oh no. Oh Gott. Habt ihr die letztens bei Benny gehört? Bei Dark Souls? Müsste ja. Ich hab ja den Stream gesehen. Ja, war zu hören. Irgendwie, tatsächlich. But there were no rumors. We are murdered many people. Wo? Wie? Was ist los? Wie? Manu! Ist aber hier kein guter Workflow. So, renn damit. Heißt das hier, die ganze Stadt in Redville tötet Leute und wir entsorgen die alle oder was? Brauchen die uns deshalb? Boss ist? Na, das war's. Hä? Ja. Okay. Man kann doch das Radio wieder machen. Warum ist denn keine Musik? Highway to the Danger Zone. Aha, okay. Gut, haben wir jetzt die Tour beendet? Goodbye, Redville. Nice. Okay. Na dann, ab zur Deponie. Auf zur Deponie! Also diese 90-Grad-Kurven hier. Was soll das? Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Oh, ey. So ein Mann wurde nie getippt, Alter. Sofort ein Baum drin. Schön. Ganz toll. Oh nein. Oh nein, ich wollte das. Oh, scheiße. But it's time to face your real job. Okay, alles klar, wir sind zum Cleaner, oder was? Na toll. Na, das ist ja schau. Wunderbar. Ganz schau. Oder sind wir doch der durchgeknallte Penner, der irgendwie Leute überfährt und die dann in Säcke reinpackt. Und dann einfach entsorgt. Oh, ist das mies. Alter, warum fährt denn die Karre manchmal nicht? Oh, jetzt will er. Jetzt fährt er.
Warum liegt hier Ketchup? Plötzlich, warum haben wir Ketchup neben uns liegen? Wollen wir noch irgendwo eine Bocki essen oder was? Schön, ein paar Pommes. Mm. So, kommt jetzt hier noch irgendwo hin? Ein Unfallopfer reicht mir pro Tag. Oh. Well, well, it's a hard, hard job. And one man have to do this. It's me. It's Steve. The trash driver. And my job ends here for the night. But the next night will come. Okay, ab ins Krematorium. Schön. Ganz schau. Wunderbar. Ja, großartig. Das war Cleaning Rattle. Wunderbar. Wenn es euch gefallen hat, Daumen in nördliche Richtung. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ein Abo, falls ihr noch nicht habt bei dem Kanal. Unterstützt den Kanal. Helft ihm wachsen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Schicht. Bis dahin.